Jetzt. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Spellforce 1. Wir sind hier stehen geblieben und keiner vom Orden ist mehr da. Wir müssen, so viel ich nochmal weiß, zu den Frostmarschen, Rohems Ende. Also lasst uns mal dahin gehen. Und wie wir hier schon mal sehen, da, hier sind keine Eisen mehr. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Dann gehen wir mal diesen Weg hier runter. Und jetzt können wir mal die Frostmarschen ein bisschen erkunden. Fast alle Eiserne sind wenigstens weg. Aber großer Klingenweber. Sieht schon irgendwie cool aus. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde die Eisernen im ersten Teil am schönsten. Das ist ja dann recht stark auch Geschmackssache. Aber mir gefallen die Eisernen hier am liebsten. Das ist ein Hinterhalt. Hier haben wir noch ein paar eiserne Soldaten. Die sollten uns jetzt aber nicht mehr allzu viel anhaben. Hoffe ich zumindest. Vorsicht, Gegner! Jetzt einmal einen wegfokussieren. Vorsicht, Gegner! Dann noch unser Eisschild. Runenkrieger, zu mir! So, einer ist down. Standhalten, Männer! Und wie wir hier sehen, es patrouillieren noch einige Eiserne herum. Wir werden angegriffen. Es wird uns noch nicht ganz so einfach gemacht. Aber das wäre schön, wenn das ist ein uns Hinterhalt. Zu einfach gemacht wird. Holen wir uns mal ein paar Runenkrieger noch. Haben wir schon die neuen Rollen? 14, 12. Hier haben wir ein Level 18er. Equippen wir den guten Mann noch mal schnell. Und hier könnte man auch mal schnell aufleveln. Was hat der? Kleine Schlagwaffen, leichte Rüstung, Nekromantiefluch. Falsche Taste. Lass mir ihn so. Ich möchte den auch ein bisschen im Nahkampf einsetzen, darum gebe ich dem mal ein bisschen bessere Rüstung. Und auch. Was haben wir noch an Ringen? Oh, genügend. Mal ein Intelligent. Wow. Geben wir ihm den noch. Ja, vorwärts.
Ah, da kommen schon einige Eiserne. Sie sind überall! Sie sind überall! Die Linien müssen halten. Eiserne Schleuderer, die sind. In großen Massen sind die eisernen Schleuderer richtig übel. Verstärkt die Deckung! Die Deckung. Auf mein Kommando! Schließ die Reihen! Unerzüglich. Schickt sie zum Seelenfluss. Die Rune ruft. Schlagt sie zurück. Auf mein Kommando. Meisterhafter Kriegsdolch. Äonenalte Rüstung. Und einen zwergischen Mauerbrecher. Mir nach. Hier haben wir schon mal Lenya. Folgt mir. Vorwärts! Folgt mir! Und einige tote Schnell. Soldaten des Ordens. Ah, hier geht's weiter. Folgt mir! Sofort! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Fleischlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Wenn noch irgendwas machen könnte, nope. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Alleine möchte ich das jetzt halt nicht hier ausfechten, ganz ehrlich gesagt. So, hier noch was. Schlagt sie zurück! Auf mein Zeichen und los! Auch ein bisschen nach Kisten oder Loot Ausschau halten. Folgt mir! Weil wir können alles gebrauchen. Folgt mir! Sofort! Und los! Soweit gibt's hier dann nichts mehr. Schade. Mir nach. Vorwärts! Sofort! Ich glaube, der Orden, den hat's ein bisschen. Für den Orden! Naja. Ich hoffe, es lebt noch überhaupt einer vom Orden des Erwachens. Schlag sie zurück! Stehe bereit. Weil es sieht, wenn man sich so diesen Weg hier anschaut, es sind sehr, sehr viele tote Ordensritter. Schlag sie zurück! Die Rune hoch. Dann hast du noch das hier. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! So. Auf meinen Befehl. Folgt mir. Hätten Schnell. Wir das hier. Hier hätten wir noch Eisen. Gut zu wissen. Schnell. Sonst ist hier nichts mehr. Sofort. Zwei Gebäude der Eisernen. Eisernen Nexus. Zweimal. Eisweber. Okay, das ist auch wieder eine neuere Einheit. Das sind eiserne Schleuderer. Auf mein Kommando. Schließ die Reihen! Oh, okay. Der kann diesen Flächeneiszauber wirken. Ich will diese Gebäude hier von den Eisernen übrigens nicht zerstören. Zumindest fürs Erste nicht. Haltet durch, Männer! Jetzt, Männer!
Auf mein Zeichen. Und los. Mir nach. Bevor wir mit den beiden hier sprechen, hier hinten jemanden vergessen, schauen wir mal kurz ein bisschen weiter. Ja, sofort. Freund, hier herüber. Ah, Urias ist es. Ja, Urias und Drake und Schalach. Und los. Der Dunkelelf. Folgt mir. Folgt mir. Nee, gehen wir doch erstmal hin, reden mit denen und dann. Bei hier sind nämlich ein paar unfreundliche Gäste. Walddrachen. Drachling. Ich wusste es. Wenn es jemand bis hierher schaffen würde, dann ihr. Ein düsteres Wiedersehen, Urias. Was ist geschehen? Es war ein Gemetzel. Es gelang uns zwar, ihre Blockade zu zerschlagen, doch ihr Strom wollte einfach nicht versiegen. Noch ehe der Tag sich neigte, fielen unsere Reihen. Sie sind alle tot, Runenkrieger. Der Orden ist besiegt. Noch nicht ganz, Urias. Wo ist Sartarius? Gefangen und verschleppt. Sie haben ihn durch das Portal im Süden gebracht, in die Gottmark. Dann ist das unser nächstes Ziel. Sie haben alle außer Sartarius getötet. Irgendetwas steckt dahinter. Das muss eine Falle sein. Ich rieche es förmlich. Falle oder nicht, Sartarius braucht unsere Hilfe. Und ihr seid ja auch noch am Leben. Nur durch die Hilfe dieses Dunkelelfen. Sonst wäre ich jetzt ebenso tot wie der Rest meiner Leute. Wenn ihr wirklich in die Gottmark wollt, dann sprecht mit ihm. Er kennt dieses Land wahrhaftig besser als ich. Was habt ihr über die Eisernen herausgefunden? Sie sind tödliche Nahkämpfer. Einige von ihnen schleudern auch Magie. Die Bolzen unserer Armbrüste schienen ihnen nicht viel anhaben zu können. Und nehmt euch in Acht vor ihren turmartigen Bauten. Sie schleudern tödliche Blitze, die selbst einen gestandenen Krieger mit einem Schlag niederwerfen. Sartarius glaubt, dass sie aus Urgard gekommen sind. Wahrscheinlich durch das große Portal im Nachtflüstertal. Was sie planen? Bei Zarach, ich weiß es nicht. Sie metzelten uns nieder und nahmen Sartarius gefangen. Doch merkwürdigerweise drangen sie nicht weiter vor. Sie scheinen auf etwas zu warten. Vielleicht auf euch, mein Freund. Was wird nun aus dem Orden? Ihr und ich, das ist alles, was vom Orden noch übrig ist. Es liegt deshalb an uns, was aus ihm wird. Dann lasst uns diese Schlacht zu Ende führen. Habt ihr den Phönix? Ei. Dann gibt es noch Hoffnung. Gut, lasst es uns zu Ende bringen. Ein Runenkrieger. Welch Ironie des Schicksals. So schließt sich hier also der Kreis. Die Mächte des Konvokationskriegs treten an, um die letzte Schlacht gemeinsam auszutragen. Und was ist dabei euer Platz in diesem Spiel? Ich kehre aus der Verbannung zurück zu meinem Volk. Lange genug bin ich als Söldner durch die Welt gezogen. Meine Leute brauchen mich jetzt. Ihr kennt die Gottmark? Der Ort, an den Sie euren Freund entführt haben? Ja, ich kenne ihn. Und ich kenne auch die Runenmonumente dort. Erzählt mir mehr. Eines von ihnen, ein Ork-Monument, liegt östlich des Portals. Dorthin ist es jedoch ein weiter, gefährlicher Weg. Ganz in der Nähe des Portals befindet sich dagegen ein Monument der Dunkelelfen. Ich besitze keine Runensteine der Dunkelelfen. Dann werdet ihr in der Gottmark scheitern. Es sei denn, ihr wagt euch in die Städten von Tirganach. Die Städte von Tirganach? Sie liegt von hier aus gesehen im Osten, jenseits des Tores, das ins ewige Eis führt. Meine Brüder rangen sie einst den Scharrok ab, nur um sie später wieder an die Eiselfen des Arin-Kults zu verlieren. Diese Eiselfen sind fanatisch und grausam. Ihr werdet unter ihnen keine Freunde des Lichts finden. Sie verteidigen den Gletscher gegen jeden, der den Schlaf des Frostwebers zu stören wagt. Bereitet euch also gut vor, falls ihr in diese Schlacht ziehen wollt. Sucht im Eis nach den verschollenen Runensteinen meines Volkes und kehrt anschließend zu mir zurück. Dann werde ich euch sagen, ob ihr gerüstet seid. Okay. Auf meinen Befehl. Wir müssen eh nochmal mit Drake und Schalach reden.
später. Aber jetzt gehen wir erst einmal hier hin und schauen, dass wir die Walddrachlinge hier wegbekommen. Hier ist nämlich auch noch so ein kleiner Pfad. Für die Freiheit! Schlagt sie zurück! Weil wir könnten hier, wir will ich nämlich Türme hinstellen, damit wir die zumindest immer wieder ein bisschen Erfahrung kriegen. Ja. Bonuserfahrung. Schnell. Und los. Hier sind auch noch mal ein paar Walddrachlinge. Vorwärts. Jetzt gehen wir mal trotzdem hier hoch, was hier oben ist. Verstärkt die Deckung. Bevor wir unser Monument aktivieren. Sie sind überall. Das ist ein Hinterhalt mir. Schnell. Sofort. Oh. Ein kleinerer Hort. Ah, und da ist Demian auch noch. Und los. Dann werden wir das alles mal clearen, weil ich möchte. Weil wir brauchen dieses Lenya. Die Linien müssen halten. Schließ die Reihen. Die Ruhe und verzichtet. Sie sind überall. Runenkrieger, zu mir. Verstärkt die Deckung. Und noch Dienst beschwören. Feindlicher Angriff! Runenkrieger, zu mir! Hier noch ein bisschen Glücken. Ja, und ein. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Haltet durch, sie sind Männer! Überall. Vorwärts, Krieger! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Ja, und jetzt hätten wir noch die Bauten schnell zerstören. Es können noch keine gegnerischen Einheiten so richtig spawnen. Bereit. Auf meinen Befehl. Und wir wissen schon mal, dass Elfen gegen uns auch sind. Soll heißen, es wird auch sehr viel Eismagie wahrscheinlich gegen uns sein. Auf meinen Befehl. Will ich auf den Aren-Kult ein bisschen eingehen? Mir nach. Und los. Für den Orden. Ich glaube nicht. Das werde ich noch nicht. Dazu werde ich noch nichts sagen. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Auf mein Zeichen. Mir nach. Und hallo Chat. Okay. Folgt mir. Dich nehme ich jetzt Zeichen. Auch wieder mit. Sofort. Hier haben wir jedenfalls viel Holz für den Anfang. Mir nach. Aber hier hinten haben wir auch noch immer wieder mal ein bisschen Holz. Und das sollten wir auch nutzen. Vor allem das Lenya, wo hier vorne noch irgendwo war. Hier. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Mir nach. Was auf dem Weg? Ein bisschen zurück. Für die Rune. Halten durch, Männer. Die Rune befiehlt. Auf mein Kommando. Für den Orden. Die Rune wird sofort ausgeführt. Du bist jetzt ein bisschen weg. Zu mir. Auf mein Zeichen. Schlagt sie zurück. Mir nach. Oh. Eisen haben wir hier recht wenig. Und los. Aber es reicht für einen Anfang.
So heißen wir, bauen hier auch, bevor wir das Eisen hier überhaupt anrühren, eine Schmelze bauen wir da auch noch hin. Sie sind überall! Auf mein Zeichen. Verstärkt die Deckung! Für die Freiheit! Auf mein Kommando. Auf mein Kommando. Feindlicher Angriff! Okay, ihr geht mir jetzt halt erstmal hier hinter. Bevor ich das Runenmonument hier aktiviere. Tun wir mal aber den Seenfels schon mal selektieren. Mit unserem Helden werden wir hier ungefähr sein und schauen, dass wir, falls Angriffe von hier jetzt dann kommen, nach und nach, dass wir die schon mal aufhalten können. Und wenn wir hier die ganzen schon mal 5-6 Türme hingestellt haben, oder 7 Stück ungefähr, würde ich diesen Bereich eh mit den ganzen Runenkriegern verlassen und hier hochgehen und schauen, was da so Schönes noch ist. Wir könnten es jetzt halt eigentlich aktivieren und du bewegst dich jetzt halt sofort hier hoch. Wohin? Ich habe bloß keine Materialkosten mehr im Kopf, was ich alles brauche. Ist dorthin also. Lasst uns lieber Krieg führen. 40 Holz brauchen wir. Okay, das ist eine ganze Lieferung von den 5. Ich glaube, ich baue hier gleich einen Holzfäller auch noch hin. Ja, ist ein bisschen risky. Aber wir brauchen hier das Holz. Zumindest fürs Erste. Oder haben wir hier hinten noch ein bisschen was, wo lukrativer ist? Nein, sieht nicht wirklich danach aus. Dann bleibe ich bei dem Platz hier vorne. Bauen wir hier ungefähr die erste Holzfällerhütte hin. Diese Mission, weiß ich noch, die hat mir teilweise sehr viele Nerven gekostet. Und hat auch dementsprechend lang immer gebraucht. Lasst uns lieber Krieg und auf diesen Schwierigkeitsgrad habe ich sie noch nie gespielt. Kann ich euch wieder aus der Gruppe raustun? Was wollt ihr? Die Rune auf dem Weg, die Rune! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Weil jetzt hat Spawn schon die ersten Einheiten. Wird sofort ausgeführt. Die Rune ruft. Zu Befehl. Zu Befehl. Und hier werden die ganze Zeit jetzt hat Einheiten spawnen. Und das Gute ist ja auch noch, wir haben fast keine Eisernen bis jetzt hat getroffen, so gesehen. Daher können wir, sollte man das auch hier nutzen, um Erfahrung zu sammeln? Gut. Ja. So. Dann kann man die auch wieder. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Holz, bis das bis wir einiges haben. Hier könnten wir auch noch mal gut Holz fällen.
Aber weiter vorwage ich mich jetzt nicht. Sagte er und geht trotzdem weiter vor. Ja. Fünf. Erst einmal hier das kleine Haupthaus. Da ist nur diese Passage hier. Da könnte man sich gut hinstellen und campen. Wir müssen halt bloß aufpassen, dass uns niemand wirklich entdeckt. Wenn wir entdeckt werden, dann haben wir ein leichtes Problem. Eine Mine, wo haben wir? Hier. Und hier könnten wir auch schon mal hier runter gehen. Wo sonst? Dann bauen wir auch noch mal 5 weiter. Oder 6 Stück. Vielleicht bauen wir auch gleich das nächstgrößere Haupthaus. Könnte auch sehr sinnvoll sein. Solange es keine Abzweigungen irgendwie gibt, gehe ich weiter vor. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich glaube eher weniger. Ist was. Gut. Gib mir jetzt. Oder können wir schon. Lenya fehlt noch. Dann gleich mal. Na los. Hier. Ja. Nächste Haupthaus hochziehen. Okay. Die ersten Gegner sind schon mal in Sicht. Hügelriesen. Kann bloß nicht sagen, ob die irgendwo spawnen. Hier ist schon mal ein Seelenfels und Stein. Ich glaube, wir kriegen Trolle noch. Weil wenn wir Trolle noch kriegen, das müsste man recht schnell rausfinden, würde ich fast nur auf Trolle gehen, weil die sind ultra stark. Und ihr? Ist was? Was wollt ihr? Die Mission wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Hier. Ah, wir brauchen erst. Muss in Sicht sein, dass wir das Gebäude bauen können. Und ganz wichtig, immer wieder mal auf die Minimap schauen. Nicht, dass sich da was rührt, wo wir gar nicht wollen. Jetzt haben wir hier nochmal einen Turm. Okay, wir könnten die ganzen Türme hier irgendwie hinstellen. Und dann könnten wir eigentlich schon fast dann wieder gehen. Oh. Schlagt sie zurück! Stehe bereit! Schließt die Reihen!